hier vor der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schöner Go. Eieieiei. Was steht heute an? Wir werden heute mal unseren, vom Ash, wir haben ja auch Ash quasi ausgewählt, Ashs liebsten Begleiter, ein bisschen stärken. Und davon rede ich nicht von Hupa oder sowas, nein, wir reden von Pikachu, um genau zu sein, Ashs Pikachu. Das würde ich gerne ein bisschen stärken, sollte gerne ein bisschen mal da oben sein. Ziemlich ein sexy Motherfucker. So, Freundschaft ist schon Stufe 60. Da geht aber, denke ich, noch ein bisschen was. Wir klatschen einfach mal alles rein, was wir so haben. 100 irgendwas Engelstrien hat man. Dafür sind sie ja da, um auszugeben zu werden, ne? So, Donnerseele 4 haben wir natürlich auch noch ein paar übrig. Oh, jetzt wird es dann tatsächlich irgendwann knapp. Jetzt müssen wir halt nochmal 10 Level oben drauf hauen. Freundschaft. Jetzt hier das Maximal rausholen. So. Können wir es eigentlich auch ins Hauptquartier stecken? Weil ich hätte das gerne mit als nächstes so 95. Wen haben wir denn hier gerade so drin? Regigas ist im Endsport. Ja, dann können wir erstmal dich rausnehmen. Wenn Regigas durch ist, kommt dann Mewtwo rein. Sind wir alle zufrieden. So, wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Ash Pikachu. Guck mal, das ist hier noch in der 1, 2, 3, 4, 5. Reihe. Es soll mindestens da landen. Ich mache mal was Neues. Scheiß drauf. Wo ist mein Ash Pikachu da? Hätte schon gern Windschnelle 3. Oder Drachensprache 3. Eins von beiden. Gucken wir mal, was wir so bekommen. Zielen 3 ist natürlich Quatsch. Wobei manchmal, es hat, steht immer da 85%ige Trefferrate. Aber gefühlt trifft die immer, von daher. Gehen wir lieber auf Windschnelle. 3 natürlich. 3. Das ist nur Drachensprache 2. Das sehen wir hier unten vorher schon. Wir brauchen da einen lila Rahmen. Die Karten haben wir denn noch? Ah, 300. Das, warum sage ich nicht Windschnelle? Das ist mein Temposchub. Wieder Temposchub 1. Ist immer ein bisschen schade, dass man das unten vorher schon sieht. Dass die Spannung immer so ein bisschen. Lass mal. Spannung immer so ein bisschen weg. Temposchub 3 wird vollkommen akzeptiert, toleriert und befürwortet. So, ja, jetzt gehen wir ein paar Durchbrüche. Ich glaube, es benutzt keinen Angriff, ne? Spezialangriff. Es war mir fast klar, dass dann das durchbrochen wird. Alles andere hat mich auch gewundert. So 2, 3 Durchbrüche hätte ich schon gern. So, ja. Zum Beispiel. So. Was kriegen wir denn noch hier Feines? Kriege ich noch was? Na? So Initiative? Wäre schon offen. Mal ein bisschen Vorspulen hier, komm, los! Drück das Knöpfchen, Julian! 2800 kommt was, pass auf. Boom! Nichts. Es ist was gekommen, aber halt nur Bullshit. Kennt man aus dem Casino. Ist halt echt krass jetzt in der langen Lauf, wie nichts kommt. Ich bin bereit, bis 2000 runter zu gehen für unser Ash Pikachu. Du, hallo. Sukabliat, hallo. Nein! Ich hätte gern Durchbruch, aber keinen Angriffsdurchbruch. Ich hätte gern Initiative. Oder Kappe. Oder Kappe. Oder Initiative. Wir haben gerade ganz schön Leerlauf. Das Klicken geht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack. Na komm. Schub mal halt vor, ne? Wenn es nicht will. Wenn ich davon eine Sehnenschaltenentzündung bekomme, ne? Muss ich mit Pikachu nochmal reden. Kommt eh gleich wieder Angriffsdurchbruch. Boah.
Gott sei Dank. Initiative, herrlich. Jetzt gerne noch KP. Jetzt gerne noch Spezialverteidigung. Bis 2000, habe ich gesagt. Jetzt nehmen wir mal noch einen hohen Wert. Oder kommt der Durchbruch noch? Ja, lass mal so. Durchaus legitim. Hat den Platz noch nicht ganz eingenommen. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Guck mal, hier haben wir noch, können wir noch ein bisschen upgraden. So, Ausrüstung. Kriegst natürlich dein Pikachu-Stern. Damit hast du das schon mal eingeholt. Glückwunsch, Pikachu. Attacke. Machen wir geheime Fähigkeiten auch noch voll. Ich denke, ja. Das ging jetzt parallel dafür schnell, die ersten zwei neuen Felder freizuschalten. Sagt er und kommt nie wieder auf das sechste Feld. So, na komm. Du. Ich muss schon drauf drücken, sonst passiert gar nichts. Komm. Die ersten gingen relativ, danke, schnell und danach ging halt gar nichts mehr. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Felder. Zwei Felder tun trotzdem irgendwo weh. Ein Feld, das ist durchaus machbar, das traue ich dem Spiel zu. Hervorragend. Guck mal. Was haben wir noch so an Dreierfähigkeiten übrig? Guck mal, Toleranz. Kann man definitiv mal raufhauen. So, was können wir noch weghauen? Urchinizer, nee. Dickes Fell, nee. Haben wir echt so wenig? Zaubermuster kann man sehr gern draufhauen. So, flotte Beine, guck mal. Können wir wieder Toleranz 3 draufhauen? Herrlich. Das ist wie so ein gefühlter Endloskreislauf. Das ist ein Toleranz 3. Kralle, Toleranz. Und jetzt können wir wieder flotte Beine draufhauen. Gehen einfach mal kurz raus. Was ist ein Zaubermuster? Ja, flotte Beine. Herrlich. Kriegen wir noch irgendwie Elementarenergie 2? Eins will ich nicht. 2 Minimum. Werden die wohl irgendwo rumliegen haben? Sag ich ja. So, das können wir jetzt durchaus erstmal so stehen lassen. Denke ich. Oder? Freundschaft haben wir gemacht, Durchbruch haben wir gemacht, keine Fähigkeiten haben wir gemacht, Ausrüstung haben wir gemacht, Zucht. Zehn kriegst du, Pikachu. Aber nur, dass du vor Darkrai kommst. Und Kyoko, okay. Auch gut. Damit haben wir jetzt schon mal so ein relativ, stark ist das falsche Wort, so ein angestärktes Pikachu. Einfach, weil ich auch was für die Interserver-Arenen brauche. Und Elektro sieht da bei mir ganz mau aus. Deswegen wollte ich dann Pikachu oder ziehe es ein bisschen nach. Kann man eigentlich auch direkt maximal machen. Und dann hier alles voll machen, damit das richtig in die Fresse schlägt. Klar brauche ich noch einige Durchbruchskarten, aber mal gucken. Sind wir ja aktuell ganz entspannt. So. Virtual Event, können wir noch mal kurz reingucken. Ich sehe Doga schon, der Typ, der mich am meisten im Virtual Event erfuckt. Connell geht. Sensei dürfte auch gehen. Berto, jo. Oh. Blablabla. Ich glaube, mit Evil-Tal habe ich letztes Mal gespielt. Wir spielen jetzt alle außer Doga. Doga würde ich gerne mit Evil-Tal spielen. Damit sich sein Scheiß-Stollers nicht hochhält. Das hat man jetzt schon so oft. Ich will mir die Files eigentlich auch nicht wirklich angucken.
klassische Wasserteam. Critical. Vielleicht darf ich noch ein Overview aufnehmen. Heute ist Sonntag bei mir, ich darf heute ungefähr alles aufnehmen. Dann noch Spyro, da freue ich mich am meisten drauf. Ich habe heute 2 Folgen Critical aufgenommen, jetzt noch ein Overview und dann vielleicht ein Livestream, weil ich das restliche Wochenende verplant war. Das heißt, heute ist ordentlich Quatschen angesagt. Naja, es wird schon. Aus Spyro freue ich mich. Mein Favorite-Projekt aktuell. Der Bertu. Na los. Missing you. Turn it up, boy. Good job. Hat halt kein Rayquaza, das macht halt viel aus. Team. Hier würde ich gerne das Evil-Tal reinhauen. Das muss ich eigentlich auch nachziehen. Können wir uns die nächsten Folgen mal Evil-Tal vornehmen? Machen wir jetzt mal die Pokémon ein bisschen stärker. Haben wir einiges an Ressourcen. Schön, dass das gegnerische Giratina direkt umgefallen ist. Hier kann man nur überspringen und gucken, ob es reicht. Gott sei Dank. Uiuiuiui. Danke, Evil-Tal. Ohne Evil-Tal keine Chance. Wenn das im richtigen Moment die Blutung reinklatscht, das ist Gold wert. Aha. Let's go, boy. Was kriegt man denn? Ein lila Schuh. Den nehme ich. Fight-Infos. Gegen wen spielen wir denn hier? Gegen Sales, kein Schlinking. Michi, kein Schlinking. Kein Schlinking, kein Schlinking. Und nehmen wir mal Shadow rein gegen die ganzen Genesects. Dass die uns nicht so sehr ins Gesicht schlagen. Hooper ohne die zweite Fähigkeit ist halt aktuell leider noch kacke. Ich würde auch gerne die Flask of Monster machen, aber... Wie? Kommen wir auch durch. Das sind auch nur 200.000 Kraft Unterschied. Da ist Hooper schon relativ stark. So, 10 Michi. Ich will 10 nackte Michis. Ach nee, so ging das wieder gar nicht. Auch ein Latias. Spielt auch schon eine Weile. Dup, du, dup, du, dup, du, dup, du, dup, du, dup, du, dup. Das Internet mal wieder weg. Das letzte Zeit so oft, dass mein Internet weg ist, ne? Ihr glaubt das gar nicht. Nee, ist aber gar nicht weg. Die Musik ist vorbei. Gut, dass die Musik gar nicht laut ist. Naja. Der Internetausbau in Deutschland ist einfach lächerlich. Lächerlich. So. Sollten wir eigentlich auch haben. Herrlich. Herrlich. Sagte der Julian. Mit aufgeschlossenem Blick. Fatre von Server 90. 7,2 Millionen Kraft. Update wäre eigentlich wirklich Zeit. Ich habe auch schon vor einem Monat gesagt, ich denke so, zum 1. Dezember wird ein Update kommen. Wenn so Winter-Events wieder kommen, so wie mein Kürbis- und Sammel-Events, wieder ordentliche Auflade-Events, so ein Zeug wird da kommen. Was haben wir denn jetzt so Feines bekommen? Was habt ihr alles so? 8,9 Millionen, um Himmels Willen, 8,4 Millionen, 8,2. Wir gehen jeden einfach mal durch. Ich will auch mal mit Machete durchkommen. Wir können ja jeden einmal mit Machete und einmal mit Cressilia, aber die nächste Stage schaffen wir sowieso nicht. Das sind ja 1,8 Millionen Kraftunterschied, ne? Das ist natürlich eine Ansage. Glaube ich nicht, dass man es schaffen. Doch? Okay. Krass. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Jetzt Platz 69. Nice. S13-Fan hat, glaube ich, auch einen Hooper. Nee. S61 Home oder sowas hat einen Hooper. Glaube ich nicht, dass man es schaffen aufgrund von Kaburiki. Hm? Entweder unterschätze ich Hooper oder. Krass. Raten aber 8,9 Millionen. Wie kann es denn das? 2,7? Nee. 2,3 Millionen Unterschied. Die Joxis Capofalla.
Das war ein ganz, ganz wichtiger Hit. Schön, dass sie zuerst auf die Hanina gehen. Schaffen wir Raiden tatsächlich auch noch. Boah. Das ist awesome. Ja. Never ever. Grüne Kette. Was habt ihr denn so? Texas carryt mich hin und wieder in den Teaminstanzen. Wenn David Bot schaffen wir. Also wenn wir einen von beiden schaffen, David. Aber nee. Einfach nee. Das sind jetzt eine Menge Kraftunterschied. Das sind 2,7. What? Lol. Lul. Lul. Wow. Den Kampf gucken wir uns jetzt an. Weil ich jetzt eigentlich, bei ihm glaube ich tatsächlich, no way. Der Machete ist extrem schnell. Unala ist extrem stark. Guckt euch den nicht vorhandenen Damage an. Jetzt haben wir fast ausgeglichen. Es ist aber 3 gegen 1. Jetzt solltest du untertauchen, Hooper, sonst bist du tot. Wir können den ganzen Spaß Team. Ist das mal drin und hier tun wir Mewtwo rein. Das ist die einzige Chance, wo ich sehe, dass wir annähernd eine Chance haben. Aber eigentlich auch nicht. Weil der Kraftunterschied ist einfach zu groß. So. Schön nochmal gebufft. Das Einfrieren war wichtig. Jetzt können das vielleicht. Und ciao. Ah, das Machete ist besiegbar. Nein, nein. Jetzt haben wir verloren. Schade. Hätten wir einmal Ulti hier rausbekommen, wäre das vielleicht geil geworden. Allerdings, wir reden hier von 9,4 Millionen Kraft, da brauchen wir uns wirklich nicht beschweren, dass wir den Kampf nicht gewonnen haben. Gehen ja nochmal kurz einkaufen für unsere Prämie. Yay. Gibt es noch irgendwas Cooles, was Lilanes, was Goldenes? Nein? Okay, schade. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine.